Und das ist schon mal big. Oh, ist das diese Spielkarte oder wie die da aussieht? Oh, das ist Rookie Reflections. Boah, das ist eine Megakarte. Hallo Mit seinem. Melma, hier ist Bugs Bunny. Liebe Grüße von der Comic-Con aus Dortmund. Aber ich finde, ihr solltet nicht nur Basketballkarten sammeln, sondern ihr solltet euch mal richtig in Form bringen. Denn ein Geheimnis: Ich will euch für Space Jam 3 als Basketballspieler. Also seid bitte ganz fleißig und bringt euch in Form. Wie gesagt, Möhren helfen natürlich auch. Tschüss. Hallo Leute und herzlich willkommen zum Video. Heute schauen wir uns nämlich die Panini Illusions 2020-21 Masterbox an. Rookies sind da natürlich LaMelo und der Ant-Man. Da gibt es auch dann richtig coole Karten dann dabei. Tyrese Halliburton ist auch dabei. Was ich besonders gut finde, ist, da sind diese Acetat Parallels drin, also Clear Shots oder Mystique und so weiter, wie die heißen. Da gibt es auch Career Lineage, Fantasy Matchups, also richtig gute Sachen. Deswegen, wir schauen mal rein in den Laden. Also da sollen auch drin sein Pink Acetat Inserts, 4 Stück, dann nochmal 8 andere Inserts und 12 Parallels. In insgesamt 10 Packs, die auch ganz schick aussehen. Ach so, ja, und wo habe ich das gute Stück her? Ganz vergessen zu sagen. Also ich war in Vermont bei Dave und Adams. Echt schöner Laden, auch echt nette Leute. Haben uns ganz gut noch unterhalten. Und dann haben wir uns dieses Böckchen gegönnt. Also dann Shoutout geht natürlich raus. Und dann schauen wir mal, ob die Jungs uns Glück gebracht haben. Pack Nummer 1. So eine coole Jamo Rand war natürlich auch mal wieder was, aber das Design der Karten ist eh sehr, sehr cool. Also finde ich echt sehr schön. Sieht man auch hier diesen Holo-Effekt. Kevin Porter Jr., Lauri Markkanen und da haben wir doch schon das erste Insert. Living Legends, Jason Kidd von den Nets. Oh, und als Acetat, ja, ich finde die Acetat eh so cool. Also Acetat hier als Beweis, man sieht die Hand durch. Die Karten sind echt gut. Sehr schön. Und dann haben wir Enes Kanter und Tyrese Halliburton, Rookie, immer gut bei Sacramento. Und Trey Jones, Rookie. Zweites Pack. Ich glaube, wir müssen. Jetzt schauen wir es mal. Also, wir haben Keldon Johnson. Kennt kein Mensch. Gordon Hayward, den kennt man. Jetzt kommt das Insert. Oh, und das ist schon mal big. Oh, ist das diese Spielkarte oder wie die da aussieht? Oh, das ist Rookie Reflections. Boah, das ist eine Megakarte. Mit seinem Bruder LaMelo und Lonzo. Boah, Junge. Also keine Ahnung, ob die viel wert ist, aber das ist natürlich echt eine richtig geile Karte. Oh, nicht schlecht. Okay, dann haben wir noch Colin Sexton. Wir haben Jake Milton und wir haben noch einen Rookie, Jaden McDaniels von Minnesota. So, Pack Nummer 3, jetzt machen wir mal den Hit als letztes und ziehen 3 Karten nach vorne. So ein Ding ist das. So, Peyton Pritchard, Rookie. War nicht schlecht. Russell Westbrook noch bei den Wizards. Dann haben wir noch einen Rookie, Devin Vassell, den kennt man. Und Miles Turner von den Pacers. Dann Chuma Okeke und jetzt der Hit, Warriors, okay, sehr gut, Rookie. Hatten die damals einen guten Rookie? James Wiseman, nice. Okay, ah okay, jetzt erkennt man es. Da ist noch die Silhouette dann da drauf. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Ah ja, da so erkennt man es ganz gut. So, nochmal den Pokémon-Kartentrick. So, wir haben Christian Wood, Rockets, Caris LeVert von den Pacers.
Oh, da haben wir doch schon den Ant-Man. In der richtig schönen Version zwar Base, aber nimmt man immer mit. Also die zwei wichtigsten Rookies schon abgestaubt, oder die drei wichtigsten. Harrison Barnes, Kelly Oubre und wo geht die Reise hin? Okay, man hat schon Magic gesehen. Rookie ist das Cole Anthony, der aller echte, der ist richtig geil. Instant Impact, auch richtig gut. Ja, meine Güte, also echt, die ganzen Hobbyboxen kannst du mittlerweile fast vergessen, wenn du dir die Blasterboxen anschaust. Das ist so echt, ja, hier so abgesetzt. Crazy Karte, nice. Ja, seitdem wir den Kartentrick machen, läuft es noch besser. So, also wir haben die Aaron Fox. Ein bisschen untergegangen, Giannis, nice. Apropos Giannis, wer Disney Plus hat oder Disney, den Streamingdienst, soll sich mal Reis angucken. Echt ganz cooles Filmchen. Dann Danny, Rookie. Ja, und nochmal ein Danny, Danny Green. D'Angelo Russell noch, oder ja, da bei den Wolves. Und jetzt, wo fangen wir an? Andere Richtung. Jazz. Rudy Gobert, auch wieder in diesem Design. Mal andersrum, ohne hier das Karten zu sortieren. Wir haben John Collins. Dann haben wir Kristaps Porzingis. Dann schieben wir das mal nach hinten. DeAndre Ayton. Jimmy Buckets. Und wir haben Skylar Mays. Okay, Rookie. Und was hat sich hinter Kristaps versteckt? Also das ist auf jeden Fall eine Acetatkarte, oder? Nuggets, ja, das ist auch wieder so eine. Oder, okay, kein richtig Granatenspieler, aber diese Clear Shots finde ich echt richtig, richtig cool. So, ein paar Packs haben wir noch. So, Darius Bazley, Kemba Walker. Sein. Bin ich mal auf den Spieler gespannt. Evo Fournier, Rookie, Patrick Williams, nice, sehr schön. Und Killian Hayes, auch nicht so übel, nimmt man auch mit. Erkennbar, wen hast du hinter dir versteckt? Wir schauen, schon wieder Jazz. Oh, schwierig. Bojan Bogdanovic, der Bruder von Bogdan, oder? Also das war gerade das schwächste Pack. Jared Allen, SGA, dahinter ist der Hit, dann noch Kyle Kuzma, noch fröhlich bei den Lakers, dann haben wir Rookie, Naj Marshall und noch ein Rookie, Xavier Tillman und wir haben jetzt hier im Angebot, Nets und das ist Joe Harris. Letztes, also die Nummer 9 ist das dann. Wir haben Ricky Rubio, die Legende. Aber die Karten sehen hier oben echt alle ein bisschen angefressen aus. Brandon Clark, du nimmst du dienst uns als Schutz. Wendell Carter Jr. Kenyon Martin Jr. Okay, nochmal ein NBA-Sohn. Und, oh, Tyrese Maxey, das ist natürlich cool. Tyrese Maxey nimmt man gerne mit. Der wird richtig durchstarten. So, was haben wir jetzt hier im Angebot? Das ist Celtics auf jeden Fall. Jason Tatum. Season Highlights. Okay, nicht schlecht. Da wiederum sehen wir uns doch drin. Schöne Karte auch wieder mit diesem abgesetzten, richtig gut. Und wie immer, Last Pack Magic. So, Seth Curry. Jamal hatten wir ja schon. Ja, also, wir haben kein Autogramm. Wir haben kein
eine Memcard, Patrick Beverley, Darius Garland, wir haben Goku, Facundo Campazzo, meine Güte, Legende. Und wir haben von den Spurs, ja, Rudy Gay, also leider ein schwaches Ende, aber waren ein paar schöne Karten dabei. Dann gebt gerne Feedback, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar, im besten Fall noch ein Abo und dann bis bald.